Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amnesia Machine for Pigs. Wahrscheinlich der finalen Folge letztes Mal. War einfach nur eine Folge der Gänsehaut. Emerging, I raised my head to an uncaring sun and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the rickety bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell, and I crawled my way home. Wir gehen hier den letzten Geheimnissen entgegen. Seine Kinder sind tot, er hat sie selber zu Monstern gemacht. Und diese komische Telefonstimme hat die ganze Zeit seine eigenen Ziele verfolgt. War wahrscheinlich ein magischer Stein, der mit uns Kontakt aufgenommen hat. Und uns schließlich dazu veranlasst hat, das hier alles zu tun. Es geht wirklich den letzten Minuten entgegen dem großen Finale. Und die Atmosphäre gerade gefällt mir mehr als gut. Dieses leicht psychosomatisch Gestörte. Diese Zitate, die immer wieder eingeworfen werden. Ich finde es zu schön. Und vor allem diese Musik. Hört sich doch mal an, diese Musik! Oh Gott. Man, das sind deine Kinder. Sie waren deine Kinder. Jetzt sind sie Monster, Schweinemonster. Du hast sie zerstört, Mendes. Du wolltest sie retten? Du hast sie zerstört. Und überall diese Schweinsmasken. 29. Dezember 1899. Kann sich ein Mann neu gestalten, sich selbst bis auf die Grundmauern niederreißen und neu anfangen, nachdem er sich vergegenwärtigt hat, wer er ist, zu was er geworden ist. Sind das unsere Seelen? Ein Haufen winziger Zahnräder und Uhrwerke. Komplexe Maschinen, die einem nur Zweck dienen, den wir nach gründlicher Überlegung ändern können? Kann ein Mann, definiert durch seine Handlungen, definiert durch das, was er nun abstoßend findet, sich zur Sabotage seines Körpers, seiner Maschine aufmachen, bis diese Kinder seiner Seele sich von neuem bewegen? Und kann er mit Hoffnung im Herzen an einer neuen Sonne, in einem neuen Jahr, einem neuen Jahrhundert aufwachen? All dies frage ich mich, als meine Hände nach den freiliegenden Drähten greifen. Kann eine Kreatur wie ich Wiedergutmachung leisten? Und falls nicht, so wäre der Tod unter meinen Schöpfungen gewiss besser als sein Leben als Monster. Mendes ist der Saboteur. Mendes hat am Ende realisiert, was er für ein Monster geworden ist, durch seine Forschungen, durch das Ermorden seiner eigenen Kinder. Er hat es realisiert und wollte neu anfangen, ein neues Leben starten. Aber das ist ihm anscheinend verwehrt geblieben. Betrug. Es ist also getan. Ich selbst war der Saboteur und die Stimme am Telefon war seine. Aber was ist nun mit uns? Worin besteht die Verbindung? Ich kann doch wohl nicht für alles verantwortlich sein, was ich über mich sehe. Ich erinnere mich nicht an gar nichts, allein an den Moment, in dem die Welt gespalten wurde und Innereien der Menschheit aus einer aufgerissenen Körperöffnung in mein offenes, gegabeltes Herz fielen. An den erinnere ich mich. Nur ein Moment ist ihm in Erinnerung geblieben. Der, als er schließlich entschieden hat, diese Menschheit auszurotten. Diese Monster. Warnung, Zugang zu Dampfabzug nur bei niedrigem Druck. Jetzt müssen wir anscheinend den Druck. Tot. Ja, Mendes, ich weiß die Antwort. Ich habe sie schon die ganze Zeit vermutet. Du warst immer recht optimistisch, aber es hat dir nichts geholfen letztendlich. Hier ist ein Zettel. 31. August 1899, Hoffenheim. Kinder sind wirklich die wunderbarsten, nützlichsten Kreaturen, die man sich vorstellen kann. Die Unglücklichen vom Waisenhaus haben sich für die Reinigung der größeren Dampfrohre als unverzichtbar erwiesen. Das Material vom Schlachten scheint zwar an der Quelle tatsächlich zu vaporisieren, schwebt aber wie Staub durch die Luft und lagert sich in den Rohren ab und verunreinigt sie. In regelmäßigen Abständen schalten wir deshalb den Druck ab und schicken einen unserer kleinen Kobolde in die Rohre, um dort die Fettablagerungen abzuschrubben. Und so marschieren unsere kleinen Entdecker in die Dunkelheit, bewaffnet nur mit einem gekürzten Besen. Sie müssen sich aber beeilen, denn den Druck können wir nicht natürlich nur für kurze Zeit unten halten. Ansonsten riskieren sie, gefangen im Rohr von den überhitzten Dämpfen gekocht zu werden, wenn sie zurück ins System strömen. In solchen Fällen müssen wir hinterher ihre Kameraden hineinschicken, um die abkühlende Sauerei zu beseitigen. Von den Überlebenden weiß ich, dass man über die Rohre jeden erdenklichen Ort im Komplex erreichen kann. Ich lächle und sage ihnen, dass ich sehr stolz sei, und dann verfüttere ich sie an die Schweine.
Ja, immer neue Gräueltaten, immer neue Monstertaten kommen vom lieben Mendes hier ans Licht. Wir erfahren immer mehr von seinen grausigen Machenschaften. Es hieß, wir müssen den Druck abschalten. Automatischer Druckregler, Abschaltung. Und ich denke, dazu müssen wir die Sicherungen entfernen. Dann wird das Ganze ausgehen. Ja, am Anfang wussten wir nicht, dass wir der Saboteur sind, dass wir das alles hier veranstaltet haben und selber den Weg erschwert haben. Jetzt wissen wir es und machen damit weiter. Will it hurt them? A cleansing fire always burns, little Mendes, but it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Ask instead this. Can we save them? When did I say that? That is not me. That is not me. Doch, Mendes, du bist es. Auch wenn er dir das alles eingeredet haben sollte, aber du hast die Entscheidung getroffen. Du hast dich von ihm manipulieren lassen. Und musst nun die Konsequenzen tragen. Was hast du noch alles angerichtet? Was hat dieses andere Ich alles angerichtet? Wir werden es noch herausfinden. Und die Schweine... Und die Schweine ziehen uns in die Fabrik hinein. 1. Dezember 1899. Ein Löffel Medizin, sage ich, und es ist ein Silberlöffel, den du schon bei deiner Geburt hieltst. So war es für Mama noch schmerzhafter, aber du hieltest uns ihn so krampfhaft fest in einer kleinen, schreienden, roten Faust. Später hast du versucht, im Garten mit deinem Löffel ein Loch bis nach Mexiko zu graben. Und dann hast du mit deinem Löffel Würmer gegessen, um dich zu nähren. Dies war derselbe Löffel, den du deinen Zwillingen gabst, und dann grubst du mit ihm ein Loch in ihre Uhrwerkseelen und aßt ihre Herzen unterwegs wie Suppe, um dich zu nähren. Mein dicker kleiner Maulwurf, wohin willst du als nächstes graben? Frage ich dich. Du und dein kleiner Silberlöffel, gemacht aus dem Silberrückgrat deiner Kinder, eingewickelt in die Haare deiner verblichenen Geliebten. Oh mein Gott, Lilibet, mein Liebling, was ist aus mir geworden? Das ist sehr metapherisch dargestellt dafür, dass er einfach ein Monster geworden ist. Dass er gemacht hat, was eigentlich undenkbar ist. Dass er Leute getötet hat, bis ins Undenkliche. Dass er ein Schwein geworden ist, um es mal auf Amnesia Machine for Pigs zu beziehen. Ich finde es wirklich sehr cool, wie dieses Spiel wirklich in die Tiefen der Psyche hinabgeht. Wie es so kranke Sachen anspricht, so gut rüberbringt, meiner Meinung nach. Also mir gefällt das Spiel wirklich gut. Man hat wirklich weniger Angst. Ja, das scheint wohl zu stimmen. Es ist nicht ganz so gruselig, aber meiner Meinung nach nimmt das Spiel dir trotzdem den Atem. Zumindest mir geht es so. Wenn es euch genauso geht, schreibt es mir in die Kommentare. Und natürlich will ich nach wie vor alles mitnehmen hier. Und deswegen schaue ich mich hier nochmal um. Flucht durch die Rohre. Wenn ich in meiner Bosheit Kinder in die Rohre schickte, um sie zu reinigen, so gibt es wahrscheinlich noch einen anderen Eingang, durch den ich diesem giftigen Maschinenmahlstrom entkommen kann. Ich werde das Brennen in meiner Nase ignorieren, das die Dämpfe dieser gottlosen Verbindung X verursachen, mit der diese Maschinen betrieben werden. Ich werde zum Saboteur werden. Ich werde das Drucksystem zerstören, damit ich ohne Angst in die Rohre gehen kann. Fuck. Mendes heißt der Saboteur. Anscheinend ist das Drucksystem tatsächlich die Achillesferse dieser Einrichtung. Das habe ich bei meinem ersten stümperhaften Sabotageversuch übersehen. Wenn ich den Dampf umleite, kann ich Chaos und Verwüstung einrichten. Da hinten gab es dasselbe, da werde ich da auch das Rohr rausziehen. Da gab es dieselbe Maschinerie. Boah.
Dampfabzug. Ja, also jetzt wird's nochmal ein kompliziertes Rätsel anscheinend. So viele Notizen, wie wir diesbezüglich jetzt kriegen. Überall haben wir um mich herum sind der Donner der Maschine und die kochend heißen Dampfstrahlen. Hier kann ich nicht vorbei, ohne mich zu verbrühen. Ich bin ein Hummer mit geplatztem Panzer. Meine Durchblutung ist eingeschränkt, mein Lebensantrieb beeinträchtigt. Der Dampf wird mich kochen, es sei denn, ich kann ihn irgendwie abschalten. Und wir werden ihn abschalten, man. Wir werden ihn abschalten. Hier war noch irgendwo so ein Drucksystem. Hier war irgendwo noch ein Drucksystem. Gehen wir erstmal nach oben, da waren wir noch gar nicht. Nein. Anscheinend müssen wir da dann hoch, wenn wir den ganzen Druck ausgeschaltet haben, aber aktuell noch nicht. War hier? Ja, da war der zweite Dampfabzug. Und wir werden ihn herausreißen. War's das? War das das Ende dieser komischen Apparaturen? Alles scheppert. Und wir sind gerettet? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Jetzt kann ich also auch hier rein. Eine Art von Dampfregler. Ich wette, ihn ausschalten zu können durch den sprunghaften ansteigenden Dampfdruck. Ich wette, ihn auszuschalten könnte durch den sprunghaften ansteigenden Dampfdruck katastrophale Schäden anrichten. Zur Erzwingung eines vorübergehenden Stillstands der gesamten Maschine ist sicherlich ausreichend. Dadurch sollte der Dampfdruck dann fallen. Oh man, bist du gerissener alter Sack. Ich kann fühlen, wie sich diese Schrecken, dieser Trauer, dieser Betrug zur Raserei aufkochen. Ich werde nicht aufhören. Ich werde niemanden Sklave sein. Wenn diese Maschine mein Erbstück ist, so bin ich der Übermensch. Ich denke, da müssen wir einfach was dazwischen tun. Oh, es scheppert alles. Es scheppert alles, verdammt nochmal. Automatische Druckregler. Und alles geht so langsam den Bach runter irgendwie. Na komm, vielleicht kann ich jetzt auch erstmal den Weg nach oben gehen, den ich eigentlich schon vorhin ausprobieren wollte. Der Dampf dürfte an sich ja weg sein. Oder nein, eigentlich sieht's nicht. Nein, es sieht nicht so aus. Der Dampf ist noch da. Irgendetwas muss ich da hinten bei dem Hauptdruckdampfdings machen. Und ich denke, es hat was mit den Rohren zu tun. Kann ich die vielleicht irgendwie in diese Apparatur mit einbauen? Es hieß ja, ich soll den Dampf umleiten. Ich muss auf jeden Fall dieses komische Gebilde, diesen Druckreiniger da hinten unschädlich machen. Los, Mendes, diesen letzten Sabotageakt wirst du vollführen. Du wirst es schaffen, ich glaube an dich. Ich frage es nur, wie. Wie, Mendes, wie? Hilf mir ein bisschen auf die Sprünge, Kumpel. Ich werde noch einmal hier mich umschauen, ob ich irgendwas übersehen habe. Und ansonsten heißt es wohl einfach nochmal die Notizen lesen. Irgendwas Hilfreiches wird da schon drinstehen. Um ehrlich zu sein, dieses ständige Wackeln, dieses ständige Donnern der Maschinen hilft mir nicht gerade dabei, das hier einigermaßen gut zu durchdenken, den ganzen Sachverhalt. Dass es ein bisschen ruhiger wäre. Hier ist das Schwein lang gegangen. Geht's hier vielleicht noch irgendwo anders lang? Gut, einen Großteil der ganzen Sache haben wir schon hinter uns gebracht. Aber nun heißt es, das Ganze auch zu beenden. Zugang nur bei niedrigem Druck. Ja, das wissen wir. Okay, komm. So, nein, da würde ich ja genau hier. Man, das heißt es, Souverteur, Flucht durch die Rohre. Wenn ihr... Ja, also ich muss durch die Rohre gehen, das ist klar, und dazu den Dampf abdrehen. Drucksystem ist die Achillesferse. Ich muss den Dampf umleiten und dann kann ich Chaos und Verwüstung anrichten. Über mich herum sind der Donner der Maschinen und der kochend heiße Dampfstrahlen. Hier kann ich nicht vorbei. Okay, ich muss den Dampf abschalten, das ist klar. Und jetzt der Druckleger da hinten. Eine Art von Dampfregler. Ich wette, ihn auszuschalten könnte durch den sprunghaften ansteigenden Dampfdruck katastrophale Schäden anrichten. Zur Erzwingung eines vorübergehenden Stillstands der Maschine sicherlich ausreichend. Daraus sollte der Dampfdruck dann fallen. Oh man, ist gerissen, Alter, sagt, ich kann fühlen, wie sich diese Schrecken, diese...
Okay. Vielleicht muss ich die Rohre auch lediglich an andere Stellen platzieren. Das wäre eine Idee. Es hieß umleiten. Und wenn ich das da nirgends reintun kann... Ich pack das jetzt einfach mal... Fuck. Alter, wie das jetzt alles donnert, wie das alles wackelt. Ja, heilige Scheiße. So, ich pack das jetzt einfach an eine andere Stelle des Kreislaufs. Mal gucken, was das bezweckt. Ich muss es umleiten. Ja, das werde ich machen. Ich wollte es eigentlich nicht fallen lassen, aber es hat es anscheinend doch gemacht. Ja, es scheint nicht zu stimmen. Ich weiß ja, dass es... Nee. Ich weiß ja inzwischen, dass es bei Amnesia hier einrastet, wenn ich irgendwas richtig platziere. Boah, das ist halt echt kein bisschen zuträglich, dieses dauernde Scheppern hier. Dampf umleiten, ja, ich habe ich gemacht. Zu. Hinten irgendwas übersehen, nein, habe ich auch nicht. Da vielleicht in die Lüftungsschorre, nein, kann ich auch nicht. Kann ich hier noch sonst irgendwas verändern? Gut, vielleicht kann ich doch nach oben, ich muss einfach mal probieren. Es wird schon nicht mehr weitergehen, wenn es tödlich wäre. Ja, und so ist es dann auch. Oh, fuck, ich habe mich runterfallen lassen. Das ist natürlich blöd. So, ich nehme jetzt einfach mal eins der Rohre mit und versuche es an mehreren Stellen einzusetzen, weil irgendwo muss es ja schließlich passen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich mit den herausgerissenen Rohren irgendwas bezwecken muss. Sogar mehr als sicher. Da ist schon eins. Irgendwelche Anschlüsse, wo anscheinend ein Rohr ran muss. Vielleicht da. Nein. Gut, da also nicht. Oder wenn, sind irgendwo noch andere Stellen, wo man Rohre rausreißen kann. Vielleicht habe ich auch einfach eine Stelle übersehen, wo ich irgendwas rausreißen kann. Hier sind natürlich auch noch Zahnräder. Wer weiß, ob ich mit denen irgendwas anstellen muss. Automatischer Druckregler. Also ich überlege jetzt nochmal, gehe hier einmal rum, aber wenn ich dann keine Ahnung habe, möchte ich es auch nicht unnötig in die Länge ziehen und werde eine kleine Pause machen und das nachschauen. Weil das... Ich möchte ja nicht, dass es sich hier ewig hinzieht, wahrscheinlich für eine ganz einfache Lösung, auf die ich nicht gekommen bin. Zur Vermeidung von Druckanschlägen korrekte Platzierung der Schaltkreise überprüfen. Getötete Kinderarbeiter diesen Monat 17. Boah. Im Endeffekt hat er doch... fuck. Achso, okay, gut. So, du bleibst noch schön da vorne liegen. Ja, Leute, das tut mir jetzt leid, aber ich werde wirklich hier zwangsläufig einen Cut durchführen müssen. Ansonsten zieht sich das hier unnötig in die Länge. Ich freue mich auf den... Naja, ich werde ja direkt im Anschluss weitermachen, deswegen brauche ich hier keine große Pause machen. Ne? Oder, nee, ich wahrscheinlich... Na komm, dann mache ich hier noch einen kompletten Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir haben ja doch wieder einiges geschafft. Auf jeden Fall wird es jetzt hier so langsam richtig gruselig. Schaut nächstes Mal auch wieder vorbei. Wenn es heißt Amnesia und Machine for Pigs. Für den nächsten Part klickt ihr rechts oben. Für den vorherigen Amnesia-Part klickt ihr links oben. Und wenn ihr immer über alles auf meinem Kanal informiert sein wollt, klickt auf den Knopf, der gleich auftaucht. Und wenn euch dieser Part und die Parts vorher und was weiß ich für Parts von mir gefallen, dann klickt einfach auf den Knopf. Der sich gefällt mir nennt, schreibt mir vielleicht auch ein nettes Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.